Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Shoes und einer neuen Folge Conan. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ihr seht, es ist nächtelns und wir sind hier fleißig am Bauen. Ich habe einfach mal dieses Produkt da drüben nochmal parallel hingesetzt und hier auch einfach mal eine Treppe und ein Dach drauf gepflanzt, so damit man hier oben rausgehen kann. Was hier oben war, weiß ich noch nicht. Hier kann man noch reingehen, wird aber später auch zugemacht. Aber dies und vieles mehr. In dieser Folge möchte ich mich mehr um mal meine Suite kümmern, die da drüben hinkommen soll. Da fehlt jetzt noch das Dach und so weiter. Also bleibt dran. Dazu huschen wir mal hier runter, denn wir brauchen noch ein bisschen was. So, auf jeden Fall das Dach. Ich bin auch am überlegen, wie ich das mache. Ob ich da zwei Etagen drauf pflanze oder nur eine und ein Dach. Gute Frage, nächste Frage. Ich glaube, ich werde da zwei draufsetzen. Was habe ich noch hier? Ich habe hier eine schöne Kiste. Noch ein, zwei Sachen. Die nehmen wir einfach mal mit. Dich nehmen wir mit. Dich nehmen wir mit. Das Dach sowieso. So wie dich. Die Treppe können wir mitnehmen. Und die Schrägen. Mal gucken, dass wir auch laufen können. Die Sonne geht auch wieder auf. Ach, schön hell. Was haben wir hier so noch drin? Ja, gucken wir mal eine an. Und hier sollten mittlerweile auch einige drin sein. Jawohl. Boah, das dauert so lange mit diesen Teilen. Ich lasse den Rechner mittlerweile einfach nur das Spiel so 2-3 Stunden laufen. Um dann hier fertig zu werden. Haben wir denn soweit alles da, um da weiter zu bauen? Das haben wir alles. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher wegen dem... Ja, das reicht auch. Perfekt. Dann gehen wir wieder hoch. So. Dann huschen wir mal hier rüber. Wir müssen eine höher. Da entlang. Ihr wisst schon hier, deswegen meine ich vielleicht eine Etage höher. Ist zwar nett. Mit dem Dach wird es auch ein bisschen höher, aber halt nicht viel. Ob ich hier vorne einfach nur eine draufsetze. Und dann so ein Schrägdach. Reicht ja. Das heißt... Mal ein Fenster. Vorne kriegen wir das so und sonst nicht vernünftig hin. Deswegen würde ich sagen, gehen wir bis rüber. Komm ich ruhig mal hier oben hin. Die Finif. Seite. Finif 4, geht einmal da hin. Habe ich doch da so, ne? Genau. Kann ich da drüben nicht ran? Ja, guck mal, ich kann sogar so hier hoch. Ha. Und die 5 hier. So. Dann fehlt da noch einmal die 5. Weiter geht's. Davon brauchen wir ein paar.
Treppe können wir hier vorne am besten ansetzen. Ich hätte jetzt überlegt, lässt nur hier so den kleinen Abschnitt, aber das ist auch zu wenig. Ah, hier will er nicht wegen der Fackel, dachte ich mir schon fast. Machen das hier mal noch ein bisschen zu. Und setzen hier einfach eine Treppe an. So, du kommst weg. So ist eigentlich auch okay, oder? Ja, warum lassen wir es nicht so? Gut, hätte man die auch hier so schräg hochsetzen können, aber ist ja peng. Das passt soweit. So, auf I. Jetzt brauchen wir nämlich hiervon welche. Da ich nicht weiß, welche. Nehmen wir die mal alle mit. Ja, kriegen wir das hier denn zu? Das ist die Frage jetzt. Warum muss ich hier extra doch so einen ransetzen? Okay. Oh, so, gut, passiert. Und dann brauchen wir drei von den Dächern. Jetzt schon mal hier anfangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe keine Ressourcen mehr. Ich weiß wieso, warte mal. Ja, die werden wir jetzt wahrscheinlich auch nicht machen können, die Tür. Ne, uns fehlen nämlich die Steine. Setzen wir hier einfach eine Tür ran und dann kann ich die Platte da auch wegnehmen. Von der Größe her ist es vollkommen in Ordnung. Ich habe ja auch versucht hier mit dem Fahrstuhl, hat alles nicht so, wie ich wollte. Ich habe das eingerissen, aufgebaut. Ach, jetzt bin ich viel zu tief. Geht einfach nicht. Ich kann hier leider nicht einen Fahrstuhl reinsetzen. Wie ich ihn gerne hätte. Optional. Am besten wäre es hier gewesen, aber leider ist das hier der Weg. Ich konnte das auch nirgendwo umschieben. Das war ein bisschen blöd. Da können wir hier mal schnell die Tür bauen. Wahrscheinlich einreißen. Perfekt, passt. Gefällt mir besser. Zwei, drei, vier. Na, verdamm ich doch mal. Da ist jetzt ein bisschen umständlich immer so, aber ist halt mal was anderes. Und wie oft geht man wirklich hier hoch? Dann am Ende. Da soll ja das Bettchen nur hin. Bisschen Dekoration. Und das war's ja schon. Okay, kannst du schon mal zur Seite. Kannst schon mal hoch.
Und Nummer 4. 1, 2, 3, 4. Dann brauchen wir auf jeden Fall Zäune. Kann ruhig auch 10 Stück machen. Kleine Holztür. Oh Mist. Ich hatte erst überlegt, ob ich mir hier auch einen Ausgang mache, aber wofür, für die 3 Meter? Kein Interesse gehabt. Ist das nicht ein schönes Zimmer? Sehr nett. Okay. Und ich mache jetzt gerade mit Absicht ein bisschen mehr. Ups. Weil hier fehlen ja überall Zäune. Hier außen. So, hier innen, wo ich den wahrscheinlich weglasse. Lassen wir die mal hier. Ja, die Fackeln habe ich jetzt auch gemacht schon mal. Für Beleuchtung. Für passende. Warte. Wir gucken jetzt erstmal, bevor wir hier ewig hin und her rennen. Also Bett haben wir da. Wir haben diese und dazu gibt es ja noch die kleinen. Wenn ich mich jetzt nicht irre, die wollte ich jetzt nicht. Gab es ja nicht kleine von? Nee. Da war ich jetzt felsenfeste Überzeugung. Oh, das ist auch neu. Ein Kerzenhalter. Ja, aber anscheinend nicht. Habe ich mich wohl geirrt. Schade. Dann würde ich sagen, gehen wir auf die hier zurück. 20 Knochen. Oh. Oh, aber davon genug. Das ist perfekt. So. Ruhig ein paar mehr. Denn, ja, hier geht es ja noch weiter in Dekoration. So. Hier auch so Vasen, was ist das? Kostet ja alles Kohle. Ich bin völlig ausgedürrt. Ui. Ich habe jetzt auch nicht mehr viel in meinem Beutelchen. So, was brauchen wir noch? Teppiche. Die habe ich nämlich auch schon mal vorsichtig gesammelt.
bin ja nicht. Zwei solche, ein solchen. Das mit dem Fell hat ja immer nicht geklappt. So, hierzu braucht man nur Holz. Ein bisschen totes Getier. Antilope. Das sind nicht die schönsten Tiere, ne? Nee. Und dass wir auch alles schleppen können. Das Bett habe ich schon mal hier vorbereitet. Dann brauchen wir noch ein bisschen geformtes Holz. Nehmen wir nochmal so ein 100er Stack mit. Sagen hier, vor sich weitere. Wir gehen schon mal hoch. Ich glaube, ich habe alles, was ich sonst brauche. So, der Zaun macht natürlich auch noch mal viel aus hier vorne, ne? So, wir fangen mal an. Teppich. Kommt eine gemütliche Sitzecke hin. Hier will er wieder nicht. Boah, wie ich das hasse. Wenn man hier durchgeht. Machen wir es so. Boah, ist das Bett riesig. Gucken, dass wir hier. Da, mein Schlafbereich. Wo ist der groß? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hier müssen wir hier mal ein bisschen anders vorgehen. Machen wir es so. Einen kleinen können wir jetzt bestimmt nochmal machen. Jawohl, wir haben das wieder gekriegt. Perfekt. Das verstehe ich nicht, ob das, womit das zusammenhängt. Egal, lassen wir den so drauf. Dahin. Reicht natürlich noch lange nicht. Jetzt gucken wir uns die mal an. 4, 5, 6. Okay, dann brauchen wir nur die Möbel. Wir sind ja eine Dame, ne? Wir können ja hier nicht mit 0815 rumrennen. Komfortabler Stuhl. Zwei Stück. Tisch. Sehr innovativ. Logo Table. Und der Tisch. Nehmen wir uns hier mal den, ne? Okay, ich bin gespannt.
Erst den Tisch, dann kommt der Rest. D4. Sehr schön. Das kann man jetzt ruhig auch hier so draufstellen. Perfekt, ich würde einfach mal sagen, wir machen nur zwei Stühle. Hier so ein Ecktisch, ein Höckerchen. Ja, guck mal hier, die kosten aber ordentlich. Seide haben wir halt nicht. Das ist das Blöde. Aber wird doch gemütlich hier drinnen. Schön hinsetzen. Nett. Ups. Nicht ganz mittig. Ist aber auch wurscht. Laufen kann man trotzdem noch. Nein, was mache ich denn hier? Abbruch. Hier. Das ist ein Hocker. So. Ist so kleine Höckerchen. Wie süß. Kann man aussitzen. Was für ein Anblick. Müssen uns schützen. Immer noch. Ich denke, ja, hier werde ich noch eine Beleuchtung hinsetzen müssen, wahrscheinlich. Dass hell genug wird. Ja, dachte ich mir schon, geht nicht. Ich will da nicht ransetzen. Och, nö. Ich weiß nicht, wieso mich da es immerhin treibt. Super. Was brauche ich für die Eisen? Holz. Davon. Ja, Knochen wären auch nicht verkehrt, aber haben wir keine mehr. So, warte. Versuchen jetzt noch so schnell, so viel wie möglich natürlich mitzunehmen.
Dazu gehören jetzt halt noch ohne Ende Zäune. Ja, die hier ist auch irgendwann flöten gegangen. Läuft. Ich brauche noch eine mittig hin. Sehr schön. Für den Anfang muss es genügen, oder? Okay. Ja, hier fehlt er halt sowieso auch, ne? Boah. Ja, hier will er sich nicht reinsetzen lassen. Wir können immer noch ganz normal langlaufen, das passt. Eine Tür. Sehr schön. Nein, was machst du denn hier? Zäune, Zäune über Zäune. Was haben wir denn? Hunger. Ja, Tür und Fackeln alle verbraucht. Schon mal ein gutes Zeichen. Den hat er auch verkehrt rumgesetzt. Ich muss gleich mal oben gucken. Nee, passt. Ich könnte man jetzt überall auch so an die Wand setzen. Ist auch immer nett, aber... Okay, hier brauchen wir auf jeden Fall auch noch Fackeln. So, aber ich gucke auf die Zeit. Wir haben natürlich voll überzogen. Wir machen ein kleines Päuschen. Ich hoffe, euch gefällt's. Wenn ja, ruhig runter in die Kommentare, liken, teilen, abonnieren natürlich nicht vergessen. Guck mal, hier fehlt auch noch eine Etage. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.